Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Forts und schaut mal das Japan DLC, was ich mega geil finde, und zwar Forts High Seas. Bedeutet, wir können jetzt, wie ihr hier schon sehen könnt, auf dem Bild mit krasse Boote rumfahren und mit Flugzeugen rumschießen und der wird der Hammer. Also wir starten einfach mal. Ich habe ein bisschen Rin gespielt und dachte mir so, meine Fresse, ist ja ein bisschen geil. So, der Leviathan, wir gucken uns das einfach mal an, ne? Weil überall, wo hier dieses Marine-Symbol vor ist, da sind dann halt die Maps mit den neuen Schiffen. Jeder hat hier so eine fette Karre und dann geht die Sache los. Würde ich sagen, Abfahrt. Wir spielen natürlich auf einfach, so kriege ich wieder mördermägerisch den Arsch versohlt, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Unter Umständen, muss ich schon mal vorwarnen, könnte sehr laut werden. Aber wird cool. So, guck mal, jeder hat so eine fette Holzkarre hier mit drei Reaktoren. Das ist der Hammer. Ja, wo fangen wir an? Okay, die Teile hier unten, weil... Gibt keine Bergbauplätze. Dafür haben wir hier diese Propeller. Erzeugt Metall unter Wasser und müssen an schwimmenden Strukturen. Also da kriegen wir unsere Rohstoffe her. Strom machen wir über Reaktoren und über Schlote. Also Schiffauspuffanlagen, sagen wir mal so. Ist schon eine richtig krasse Karre. Vor allem die ganze Holzschicht, die hier die schwimmt. Das ist schon echt cool. So, er ist schon kräftig am Bauen. Und ich würde sagen, wir legen los. So, wir müssen ein bisschen schlau agieren. Ich hätte gesagt, wir machen hier vorne noch mal einmal hoch. Tun hier einmal versteifen. Wird nicht gehen, das ist schade. Waffen, dann kommt hier eine Abwehrschützenkollegerin. Und hier eventuell auch. Dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Abwehr. Das ist gut. Dann müssen wir hier reparieren. Falls Schäden am Rumpf entstehen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier die Eco ein bisschen ausbauen. Wenn wir hier ausbauen, dann wird das Schiff natürlich auch schwerer und sinkt immer tiefer in Wasser hinein. Aber ist nicht schlimm. So, den Reaktorkern würde ich gerne ein bisschen besser schützen, wenn wir denn können. Dann machen wir hier so ein bisschen Stahl drumherum. So. Die gleiche wäre hier ja nicht so verkehrt. Okay, den hier hinten, da haben wir, glaube ich, wenig Sorgen, dass wir hier Stress kriegen. Rohstoffe. Wir müssten vielleicht hier so ein paar Propeller anbauen. Oh, die sehen eigentlich schon mega cool aus, die Dinger. So, dann machen wir hier unten mal voll. Dann haben wir definitiv rohstofftechnisch ausgesorgt. Vielleicht reicht jetzt so ja schon so. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon festgestellt, der Gegner, der ist relativ stark. Wir haben auch noch so richtig keine Abwehr, ne? Den Kollegen hätte ich da gerne und die beiden Kollegen hätte ich gerne da. Dann würde ich die auch sehr gerne schützen wollen, wenn wir die reparieren können. So. Und hier auch, wenn wir den bauen können. Bauen wir, können wir, können wir, können wir, können wir nicht. Und fehlt Strom. Oh, oh, wir müssen ein paar Schlote bauen. So. Den schützen wir da nicht. Warum nicht? Aber weil wir nicht bauen können. Na klar. So, dann hätten wir erstmal eine kleine Abwehr. Ne? Flugabwehr. Schöne Flak. Ihr werdet sehen, der wird fantastisch, wunderschön und richtig spektakulär. Ja, dann lassen wir uns noch frei. Okay, wir haben Rohstoffe. Wir sind hier noch nicht komplett durchgebaut. Sollte erstmal reichen. Wir machen erstmal mit ein bisschen Strom weiter, hätte ich gesagt. Dann bauen wir uns hier hinten erstmal was auf. Und dann stellen wir hier Schlote drauf. Ah, fehlt wieder Strom. Aber sobald die Dinger laufen, haben wir davon genug. Und dann sollte die Sache funktionieren. Die können wir auch noch upgraden. Dann machen die mehr, sind quasi das Pendant zu unserem Windrad, weil Bergbauplatz und Windrad ist gesperrt. Dafür haben wir Propeller und Schlote. Das ist mega cool. So, und die muss, also diese DLC war auch nicht teuer. Ich glaube, ein Zehner oder sowas. Die ist vollkommen klar. Dafür, dass man hier so coole Sachen machen kann, ist das echt cool. So, wir sollten anfangen mit Fabriken. Dass wir Waffen bauen können. Derart viele und nicht gerade wenig. So, lass die mal bauen. Dann geht es nämlich richtig los. Weil wir haben gerade nur
Abwehrschützen und Sniper. Und er ist hier schon übelst am Rumingenieren an seinem Boot. Okay. Na? Das wird super. Dann stocken wir mal noch ein Deck rauf hier. Oh, schön voll machen. Bisschen versteifen die ganze Geschichte. Oh, siehst du wohl. Vielleicht noch ein Deck. Jetzt müssen wir halt warten, bis die Waffenfabriken fertig sind. Okay. Stabil diese. Super. Vielleicht bauen wir hier auch noch weiter hoch. Müssen wir mal gucken. Eigentlich macht das wenig Sinn, aber wir könnten ja trotzdem machen. So, schön Rohstoffe verblasen. So geht das. Hier vorne können wir noch ein paar Bergbauplätze drin bauen in der Zeit, bis die Fabriken fertig gebaut sind. Ah! Der schnellste Unterwasserantrieb aller Zeiten. Brrrap, guck, alles voll. So. Oh, die Fabriken sind durch. Dann würde ich sagen, bauen wir sofort die nächsten Bäden. Die nach da und die nach da. Das ist quasi unser... Na, wie soll ich sagen, Waffenmagazin. Jetzt, guck mal, hier sieht aber los. Und zwar haben wir hier richtig geile, fette Geschütztürme, die wir hier leider nicht hinstellen können. Die wären hier perfekt, aber nein. Und was ist denn, wenn wir der Gerät hier rüber schieben und der Gerät nach da schieben? Dann passt der da noch nicht hin, wegen den Abwehrgeschütz-Kollege hier. Dann zieht der erstmal aus nach draußen. Der wohnt auch erstmal da. So, jetzt aber. Geschützturm, Geschützturm. Okay. Der kann hier wieder rein. Der kann nach da. In der Hoffnung, dass er irgendwas trifft. Dann können wir nämlich, wenn das hier weggebaut ist, hier vorne noch so ein Ding hinsetzen. Und die Kette hier ja nur noch ein bisschen Flakabwehr. Wir machen das hier noch durchsichtig, dann könnt ihr da durchschießen. Jo, naja, das ist doch supi. Waffen wird noch nicht freischalten, aber gleich. Warte mal, dann kommt hier nochmal eine Flakabwehr hin. Wenn nämlich Projektile im Anmarsch sind, dann können wir die ganz kräftig wegmachen. Und das Ding hier ist ja mega. So, das ist so eine krasse Abwehrkanone. Okay, okay. Oh, die Waffen sind... baubereit. Dann müssen wir hier nochmal einen Deckruf kleben. Hilft ja alles nichts. So, wir sollten eventuell nochmal ein bisschen für Reparatur sorgen. Wenn nämlich die Dinger hier einschlagen, wird das nämlich wieder spektakulär. So, Waffen. Wir nehmen diese natürlich. Und diese. Haha. Wir könnten theoretisch auch ein Flugzeugdeck bauen und Flugzeuge starten lassen. Alles ist möglich. Müssen wir nur gucken, wo wir die rausschicken. Wir könnten die hier oben rausfeuern. Ja, wir könnten. Wir können aber auch erstmal hier unsere Stromproduktion upgraden. So, Rohstoffe sind incoming. Vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen schauen. Ist eigentlich übertrieben viel, weil ich hier an Eco-Rind stopfe. Und du siehst schon, ein Boot biegt sich hier ganz schön durch in der Mitte. Hier ist nämlich alles ganz schön schwer. So, die Türme sind fertig. Wir können die ausrüsten mit dicke Geschütze. Ah, jetzt fehlt Strom. Aber die werden hier gerade upgradet. Jetzt sollte richtig Strom reinkommen. Schau, guck. Pong und Pong. So, die werden jetzt noch aufmunitioniert. Und unser Boot hat schon ganz schön einen Knick in der Leiste. Er schießt nicht zurück, ne? Ist ein bisschen verwunderlich, aber okay. So, wir haben eine gute Abwehr. Die Dinger sind gleich fertig. Die ist so ja schon fertig. Ich glaube, wir machen den ersten Schuss, oder? Komm, wir flacken mal rüber hier. So, Kollege, wisst ihr Bescheid? So, die laden noch nach. Besser gesagt, die werden noch bestückt, gebaut und fertig gemacht. Waffentechnisch sind wir voll am Start. Gerät... Munition.
Täuschkörper könnten wir mal machen. Mit einer Harpune. Würde ich gerne ausprobieren. So, dafür müssen wir Munition an Bord bringen. Leuchtkörpergeschosse. Machen wir mal hier unten drin. So, mal gucken, ob das was bringt. Werden wir sehen. Die ist auch schussbereit, na denn? Der ging aber genau hier rein. Haha, schönes Holzboot, ne? Erstmal zerschießen, der Gerät. So, ein bisschen höher. So, seine Abwehrschützen sind schon mal deaktiviert. Das hat sehr gut funktioniert. So, guck mal, jetzt ist das da unten fertig und jetzt ist hier oben auch. Wir können ja mal immer rausflacken, oder? Okay. Habe ich noch nie ausprobiert. Sieht komisch aus, macht aber nichts. So, wir schießen hiermit nochmal. Bam. Aufgebaut, niedergerissen. So, Leute, jetzt wird geil. Wir müssen gucken, dass wir hier rüber geschossen kriegen, ohne was kaputt zu machen. Guck doch mal dieses fette Projektil an. Und er wird über das Schiff hinausfliegen. Wobei... Hahaha, schön auf den Schornstein. Wir müssen damit ein bisschen tiefer schießen. So, und Abflug. Den holt er weg, leider. Und los. Guck mal hier, Flugabwehr. Das ist wie im Film, Wahnsinn. Nur ein bisschen tiefer, hatte ich gesagt. Ja. Ach, der hat eine verdammt gute Abwehr. Na dann hauen wir damit mal raus. Okay. Fette Schütze, der Hammer. Oh, den haben sie weggeholt. Und dann damit haben wir ihn weggeholt. Sehr schön. Ich glaube, es ist wirklich mega laut, aber ist ja voll geil. Bam. Na, na, na. Zimmert doch ordentliche Löcher drin. Na, kommt die durch, kommt die durch, kommt die durch. Bam. So, ich mach mal ein bisschen leiser gemacht. Das hat gut getroffen. Warte mal, das ist mal zu leise, oder? Machen wir mal so. So. Da kommen sie. Alter, ja, so nach und nach kann man halt übelst das Schiff zerhämmern hier. Oh, schön die Deckaufbauten wegmähen. Ach super, das macht so Spaß. So, die sind gleich nachgeladen hier. Wir haben eine verdammt gute Abwehr. So, der kann noch mal schießen. Zack. Immer rein. In die gute Stube. Und hinterher. Er hat immer noch eine Abwehr, die was wegschafft, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ach, genau. Schön die Löcher hier drin feuern. Hier oh, vorne ist ein Reaktor. Hier oben ist ein Reaktor. Und da hinten ist ein Reaktor. Also wir müssen schießen. Der hat viel. Die feuern noch ordentlich drin, ne? Die Waffen, die sind der Hammer. So, und raus. Bam. Oh. Na, eine kommt durch, oder? Genau. Wollen wir mal Flugzeuge probieren? Da müssen wir noch mal ein bisschen aufstocken hier in unsere Hütte. Hätte gesagt... Wir bauen uns hier oben mal ein Flugdeck rein. So, dafür brauchen wir auch Flugzeuge an Bord. Sonst wird das natürlich komisch. So, Munition. Wir machen mal hier hinten einen Flughangar draus. Wir besitzen ja den Luxus, dass wir unfassbar viel Bauplatz haben hier. So, wir schießen derweil. Nein. Ah, hat
hat er weggeholt. Okay, man darf dem keine Zeit geben, sonst ist er sofort wieder dabei und regeneriert. Wir müssen den irgendwie kaputt kriegen. Ja, wir müssen eigentlich hoffen, dass wir relativ schnell mit Flugzeuge schmeißen können. Weil große Gegenwehr leistet da nicht, ne? Das ist schon mal okay. Ja! Aber ja! Und genau! Da ist der Reaktor. So, die Fresse ist weg, würde ich sagen. Hahaha, ah, das macht so Spaß. Wie die ollen Projektile hier rinhämmern, das ist so geil. Oh oh. Oh, genau auf den hinteren Reaktor. Problem ist, wenn wir hier am Schiff rumbauen, dann verändert sich natürlich auch die Neigung und dadurch auch der Schusswinkel der Kanonen. Ah. Jetzt kommen die nächsten Projektile rein, die feuert. Genau. Wir machen einen schönen Schweizer Käse aus euer Luxusliner-Boot. Er hat immer noch Abwehr, die weit weg schafft, hier oben wahrscheinlich. Ja. Da bröckelt der Karren. So, wir können Flugzeuge schmeißen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man muss jetzt schon abwägen, wo die Bomben abwerfen. Wir probieren einfach mal. Zack. Ah, Flugabwehr hat leider geregelt. Aber wir haben viele Flugzeuge. Wir können einen richtigen Sturm rausschicken. Machen wir mal so. Ist das geil? Das ist geil, ich weiß. Oh, schon alle? Nö. Ah, die waren noch nicht fertig gebaut. Okay. Gut, man muss immer ein bisschen warten und die verschwinden dann auch. Die sind dann weg. Die muss man dann wieder neu positionieren. Oder halten jetzt kaputt die Schossen? Ach du grüne Neune. Ja, sein Abwehrschütz ist weg. Und wir haben hier ganz starke Probleme an Bord. Oh oh. Reparieren, reparieren, löschen, 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 löschen. Ja, da war der Schusswinkel wohl nicht richtig nicht. Oh oh. Wir bauen hier eine Reparatur rein und wir bauen da eine Reparatur rein, dass hier gar nichts kaputt geht. Und da auch nochmal, wenn er trifft, dann können wir schnell reagieren. Okay, der Abwehrschütze war jetzt nicht so notwendig. Wir probieren mal hier nochmal. Krass, er schießt ja nicht zurück, ne? Staunig, ja. So, kommt das Ding an? Aber genau auf Garagentor. Er hat keine Abwehr. Wir können richtig reinzimmern. Ach, das ist so toll. Wir können ihm richtig die Hütte zerhämmern hier. So, Flugzeuge sind auch fast alle fertig. Na, dann würde ich mal so einen richtigen Offensivangriff starten, oder? Ah, wobei, er baut die Flugzeuge hier nach und nach. Wir haben 1, 2, 3, 4. Naja, ist kein Ding. Alle Waffen sind gleich nachgeladen. Oh, die drei Projektile sind auf dem Weg. Okay, die ihn hat nicht getroffen. Zack. Und jetzt kommen die Flugzeuge. Aber ja. Der hat ein Loch im Boot. Das ist ja verrückt. So, ich habe die Flugbahn mal verändert. Ich glaube, die fliegen drüber hinweg, oder? Oh, oh. Er hier hängt ja frei in der Luft rum. Okay, der Ener hat zu weit geschossen. Ja, 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 ja. Der ist ja ein bisschen kaputt. Ah, ist das cool. Das macht so Spaß. Vor allem die Waffen sind so geil. Ach, du grüne Neune.
Jetzt haben wir selber das Schiff zerschossen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Aber wir brauchen ja die Flugabwehr nicht. Von daher ist das ja nicht mal so schlimm. Ja. So, der Reaktor schwimmt noch ein bisschen, aber den hat's erledigt. Vielleicht schafft er das hier nochmal zusammenzukleben, aber ich denke mal nicht. Ja, jetzt müssen wir das Ding nur noch zerlegen. Dann haben wir es geschafft. So, wie fliegen die? Ja, wir müssen die hinteren, glaube ich, ein bisschen hochziehen. So, wie viel haben wir noch? Wir haben 3 Flugzeuge. Na, dann wollen wir doch mal immer starten, oder? So, gucken wir uns die ganze Geschichte mal an hier. Löst leider keine Brände aus, aber schöne Oberflächenfeuer. So, warte mal, wir haben ja noch andere Flugzeuge. Und zwar haben wir noch diese Tarnkappenbomber. Würde ich mir gerne ausprobieren. So. Mal schauen, kommen die alle an? Wie sagt er, ändert sich ständig der Neigungswinkel? Ha? Entweder hat er schon aufgegeben oder er ist am Rohstoffe sammeln, keine Ahnung. Schwimmt hier etwa der Reaktor? Schwimmt hier noch der andere? Der gibt's ja wohl ja nicht. Also viel Gegenwehr haben wir nicht, aber wir kriegen den Kollegen auch nicht kaputt, ne? So, der hat noch alle Reaktoren. Da müssen wir aber Abhilfe schaffen. So, der ist schon mal Geschichte. Bricht gleich durch die Karre. Das ist ja geil. Das hat der Gunnar noch nicht. Wenn wir hier einfach mal rufschießen in der Mitte, was passiert, wenn wir die Karre durchbrechen in der Mitte? Nee, jetzt habe ich mir meine eigene Projektil weggeschossen. Ach, verdammt. So, Flugzeuge. Okay, die machen jetzt nicht so den mega krassen Schaden. Da bin ich mal auf die anderen gespannt. Die werden ja gerade zusammengebaut. Schauen wir mal. So, ja, schön treffen, immer treffen, alles kaputt machen. So. Bin gespannt. Ah, wir kriegen hier nicht zerbrochen, aber... So, ist der schon schussbereit hier? Ja. So, wir probieren mit dem. Wie gesagt, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oh, der speist aber eine fette Bombe. Alter. Ja, das brauchen wir. Bitte mehr davon. Jetzt hat mir das Projektil wieder selber zerstört. Naja. Ja. Ach Gott, ist abgebrochen schon. Guck mal. Da hier aber der Reaktor noch drinnen wohnt, ist das doch aktiv. Ja, das stellt sich als relativ schwierig heraus, hier das Ding kaputt zu kriegen. Aber kriegen wir alles hin. Wir kriegen das alles kaputt. Ich mag ja die Dinger hier gerade viel besser, viel lieber, viel mehr. Dann hätte ich davon gerne noch mehr. Schön voll machen. Ja, den Hangar muss ich wieder füllen, dass wir alles voll mit coole Flugzeuge haben. Eine fette Patronenhülse, die da rausfliegt. Okay. Wir müssten mal die Flugbahn noch mal ein bisschen anpassen. Viel passieren tut hier nämlich nicht mehr bei dem Kollegen. Okay. So, wie mir scheint,
fliegt der auf jeden Fall gut. Ja. So, das haben wir auch schon mal gehabt. Ne, warte mal. Doch, geht unter. Ist weg. Adieu. So, die Hütte ist zerbrochen, aber noch nicht zerstört. Flugbahn angepasst. Wir schauen, wir gucken. Okay, war ein glatter Durchschuss. So, und den nochmal hier. Wir müssen den hier vorne zerhämmern. Der kommt gut. Ja, das war okay. So, der muss jetzt ein kleines Stück weiter schießen. Dass wir den hinteren Teil auch mal kaputt kriegen hier. Weil das ist ja noch so frei alleine am Rumpropellern. Das muss weg. Das sieht gut aus. So. Okay, der muss ein bisschen früher. Sieht auch wie so ein alter Öltanker, den wir jetzt zerdroschen haben. So, die Nase ist schon mal weg. Und raus. Schon wieder zu tief, sag mal. Hm. So, gucken, ob die hier was treffen. Ja. Geht. Also die machen gerade nicht so viel Schaden, ne? Da würde ich mal lieber versuchen mit so einem Bomber hier. Drop the bomb. Bam. Alter, haut der da ein Loch rein. Guck mal. Der hatte noch einen Sniper. Okay. Und du glaubst, dein Boot brennt. Dann machen wir das gleich nochmal. Das Ding ist ja immer mega. Haha, da ist der Reaktor. Geil, haben wir noch ein Flugzeug? Nee, gerade nicht, leider. Muss erst noch zusammengebaut werden. Das ist nicht schlimm. Dann schicken wir nochmal drei Kollegen auf die Spur. Und dann gucken wir, hoffen wir, dass wir hier was treffen tun. Oh, da siehst du wohl. Das Ding hier hinten müssen wir auch noch zerbomben. Ja, müssen wir schauen, mit welchen Waffen wir das am besten machen. Die großen Geschütztürme hier. Warte mal, der hintere, der muss ein kleines bisschen höher weiterschießen. So. Okay. Mal gucken, ob sie jetzt treffen. Nein. Nein. Ja, das ist okay. Bin da enttäuscht. Und die Railgun. Die schießt ja voll durch. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen anpassen. Kann man leider jetzt nicht machen. Das wäre natürlich cool, dass man nach dem Schießen die Schussbahn ein bisschen angleichen könnte. Schauen wir mal. Trifft. Trifft. Haben wir selber weggeschossen. Schade. So, der ist flugbereit. Na denn, Abflug. Hau raus. Ah, dauert aber echt lange. Wahnsinn. Oh, oh. Der Reaktor hat gesagt, auch wieder gesehen. So. Der Pilz bleibt da. Das Schiff ist weg. So, dann haben wir noch hier hinten. Das da. Jetzt müssen wir alle Kanonen ein bisschen weiter justieren, dass sie weiterschießen, ne? So. Ich glaube, die Flugbahn ist okay. Also der Gerät können wir schon mal so lassen. Der muss einen kleinen Ticken höher. Ja, den hat schön getroffen. So, und die Kollegen müssen alle weiterschießen. Wir probieren mal mit Ene einzeln. Die genau vorbei, ne? Oh. Der hebt aber das Beinchen. Und die hier? Ah, die schießt, glaube ich, nicht weit genug. Nee, okay, das war immer nichts. Und hier passt der Winkel nicht. Die ist so flach. Okay. So, wir haben ein Flugzeug. Dann schieß mal nett nach da. Vielleicht treffen wir ja. Die Bombe fällt und sie fällt ab. Nein, wie geil. Haha, die machen ja richtig krassen Schaden, die Dinger. Der Hammer. Ah, guck mal hier. Sein schwerer Stahlarsch steht langsam unter. Der hebt das Beinchen aber kräftig.
So, der hat die gut geschossen. Der muss höher. Und der muss auch höher. Mal gucken, ob wir treffen. Ja, sieht gut aus. Bam. Nein. Nein. Na, der kleine Ziel ist ja nicht so einfach zu treffen hier. Ja, das ging rein. Na, ja, das zieht sich ganz schön hin, ne? Schwierig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der erste trifft. Jetzt bitte ist. Zu weit. Ach, verdammt, das ist wieder zu weit. Oh, hier ein Flugzeug. Der geht rein. Flugzeug trifft hoffentlich. Droppt die Bombe und kommt. Ja. Ah. Alles klar. Ja, die letzte hätte auch getroffen. Zack. Das war ja nicht mal so einfach. Vor allem hat mega lange gedauert. Hat aber unfassbar viel Spaß gemacht, Freunde. Ich muss sagen, diese DLC, dass man jetzt auf hoher See mit Schiffen schießen kann, das ist der Hammer. Das ist mega geil. Also, ich habe da richtig Freude dran. Ich habe schon ein paar Maps durchprobiert und war richtig fasziniert und wollte noch eine und noch eine und noch eine. Und habe festgestellt, der Schwierigkeitsgrad, der ist aber auch voll dabei. Selbst auf Stufe einfach, für mich jedenfalls. Die meisten anderen sind wahrscheinlich übelst die Pros, die denken, oh ja, geil, hier, macht es Spaß und bla bla bla, aber das ist total geil. So, ich denke mal, davon wird noch ein bisschen mehr kommen, weil das macht Spaß. Freunde, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnehauen.